Hallo Freunde, willkommen zu einem etwas anderen LP. Ich habe mal wieder ein uraltes DS-Game rausgekramt, was wahrscheinlich von euch kaum einer bis keiner kennt. Ich bin nicht mehr sicher, ob ihr die Buchreihe Eragon kennt, eine sehr, sehr epische Saga. Ich glaube, vier Teile davon habe ich alle mal gelesen vor Jahren. So, dieses Spiel gespielt hat mir an sich, habe ich gar nicht mehr so schlecht in Erinnerung, deswegen möchte ich das nun mit euch einmal teilen. Ich habe zum Glück eine deutsche Sprache gefunden, das ist optimal, das ist bei solchen Spielen nicht selbstverständlich. Ich habe hier mal. Oh, ja doch, das geht von vorne los da. Wir sind hier in Alagaesia heißt das Land, glaube ich. Grafik ist halt alles andere als geil, aber daran werden wir uns gewöhnen. Da ist Dorsa, der Schatten. Kommen wir die Story vom Drachenei-Zelt. Das ist relativ cool inszeniert eigentlich. Und sie stiehlt das Ei hier und versendet es. So. Und wir sind jetzt hier Eragon, können hier uns bewegen, angreifen. Springen, Ziel erfassen mit L, Abwehr mit R. Ja, und der Rest ist alles auf dem Touchscreen. Also, das Spiel bedient sich auch ziemlich viel im Touchscreen. Das heißt, das wird ein wenig, könnte der Umstand ein wenig schwierig werden. Wir sehen hier. Ja, es ist tatsächlich ein interessantes Game, das sich halt am Anfang noch relativ simplen Methoden bedient. Das Gestrüppenweg benutzt den Dolch, um den Weg frei zu machen. Ich bin sicher, es wird auch zahlreiche Übersetzungen oder was heißt Übersetzungen, wie heißt denn das? Dunkle geströbste Dichte, ja, die deutsche Sprache wird sicherlich zahlreich mäßig gebraucht werden. Oh, wie heißt das? Ich weiß es gar nicht. Die Lokalisierung, genau. Das ist der Begriff, den ich gesucht habe. Hier dieser Rehbock haut von uns ab hier. Doppelsprung. Wie gesagt, ich auch ein absolutes Indie-Game an sich. Verteidigt gegen den Wolf. Ja, wir kriegen auch Erfahrung von unseren einzelnen Waffen. Das ist eigentlich voll cool. So. Und jetzt seht ihr da bei dem Schwert auf dem Touchscreen ein wenig, ja. Ja, ein kleiner Balken, der sich füllt. Und mit diesem, ja, kann man dann die Waffe aufleveln. Die hatte ich früher riesen Spaß, aber dennoch, das Spiel ist für mich, ich würde sagen, quasi blind. Also vielleicht nicht gänzlich blind, aber quasi blind. Okay, das ist Heilungssachen. Das hier ist. Du hast ein Kraut gefunden. Kräuter füllen einen Teil der Gesundheit wieder auf. Benutze sie, wenn sie benutzt werden. Du kannst bis zu 9 Kräuter in dein Inventar aufnehmen. Um ein Kraut zu benutzen, zeichnest du ein Symbol auf den unteren Bildschirm. Wenn du nachschauen willst, wie Symbole aussehen, die du kennst, und wenn sie Zeit drücke, starten will, Symbolleiste an. Kraut gefunden. Ja, ist okay. So, hier einmal zack, zack, zack. Das muss nicht so mega genau sein, aber. Soll das schon einigermaßen passen, weil es gibt ja später noch ziemlich viele ähnliche. Jetzt benutze den Bogen auf dem Hirsch zu schießen. Das muss halt auf dem Touchscreen das Teil für hier den Bogen auswählen und dann. Warte mal. Den Bogen. Ja, und dann. Und dann. Bogen, ja. Hallo. Okay, ich hätte lesen sollen. Da haben wir auch eine Karte, die ist relativ cool. Warte. Aktionsliste. Bogen, Bogen, Bogen. Ja, ist leider kein Bogen dabei. Läuft schon optimal. Direkt am Anfang relevante Sachen überlesen. Aber das ist doch nicht so schwer, oder? Geht denn das jetzt nicht? Jetzt sind wir im Bogenmodus. Dann vor allem Schwertmodus. Zack.
leider nicht getroffen. Jetzt ist das Drachenei hier in der Gegend gespawnt. Was war das? Vielleicht habe ich die Sequenz abgebrochen, das hätte ich nicht tun sollen. Hier müssen wir drüber springen. Bitte nicht failen. Ja, danke. Es sind noch mehr Wölfe. Ja, am Anfang ist alles noch sehr, sehr tutorialmäßig gehalten. Finde ich ja gut, dass man... Oh, da haben wir den voll übersprungen, den Wolf. Diese Kleinkreuze sind übrigens so normale Heil-Items. Aber das Spiel hat schon noch einiges zu bieten. Ich glaube, Nebenquests gibt es keine, also wir werden auch sonst nicht allzu viel Zeit nehmen für irgendwelche Quests. Wir werden hauptsächlich Story machen. Ich werde vielleicht aufkommen, bis das Level und da ist das Drachenei. Du wolltest von hinten ansneaken? Aslak, weg mit dir. So. Die Musik hält sich relativ im Hintergrund. Man legt hier Mehrwert auf Geräusche und diesen Sound. Ich darf am Anfang alle Gräser zerschneiden, auch wenn ich nicht sicher bin, ob das Mehrwert bietet, wirklich für uns im Moment. Jetzt ein Bogen. Ich habe natürlich das Spiel auch mal angetestet. Bis knapp hierhin etwa. Also noch nicht sonderlich weit. Weil das ist eigentlich quasi. So lange Zeit mit ein krasses Blind-Projekt. Du kannst mit Personen oder Objekten interagieren, sobald du ein blinkendes A-Symbol siehst. Sprich überall in aller Geist hier. Mit den Leuten. Einige haben vielleicht Quests für dich, aber gibt es doch, die du absolvieren kannst. Drücke A, um zu interagieren. Das habe ich noch nie gesehen. Was für ein außergewöhnlicher Stein. Das ist als vom Himmel gefallen. Okay, und damit dann zurück. Würde ich vorschlagen. Ich komme noch ein paar Wölfe um die Ecke. Ich bin ehrlich gesagt im Moment noch. Schnelle Aktion, fünfmal. Okay, haben die mich jetzt getroffen oder nicht? Ich weiß gar nicht. Ja. Nein, haben sie nicht. Habe ich mich schnell genug umgedreht gehabt, aber. Gut, hier ohne Treffer durchkommen zu wollen, ist auch ein bisschen mutig. Als Blindspieler. Noch dazu. Hä, waren wir jetzt hier schon? Warte, ich brauche kurz die Karte. Die ist, glaube ich, sowieso praktisch insgesamt. Ja, und zu haben, damit wenigstens irgendwas sieht. Also an sich von der... Ah, hier ist sogar das Ziel markiert immer. Wunderbar. Automatisch speichern. Du kannst das Spiel jetzt halt bei einer beliebigen Drachenkopfstatue speichern. Geh auf eine Drachenkopfstatue zu und drücke A. Damit speicherst du deine Werteausrüstung des aktuellen Spiels. Wenn du einen auf diese Weise gespeicherten Spiel wieder startest, beginnst du bei einer Drachenkopfstatue. Du kannst das Spiel außerdem jederzeit speichern, indem du den Pause mit dem Spiel speichern anwählst. Daraufhin erscheint eine Nachricht mit der Blabliblub. Oh, das ist ja super ätzend. Beim Speichern des Spiels über das Pause-Menü werden weder der aktuelle Standort noch Gesundheit oder Magiepunkte gespeichert. Da ein über das Pause-Menü gespeicherte Spiel erneut startet, beginnt es mit der letzten Drachenkopfstatue, die du besucht hast. Was zur Hölle? Aber es findet sich, dass man halt sich da irgendwie durchsneakt, dadurch spielen da alle zwei wieder speichert, aber gut. Was heißt, es braucht? Wenn die auch hier eigentlich ist, ja, könnte ich tatsächlich auch gut. Vielleicht kann ich diesen Stein der Stadt gegen was zu essen tauschen, oder was? Mal sehen, wie gut du dich in Kaval auskennst. Ich fordere dich heraus, an bestimmte Stellen der Stadt ausfindig zu machen. Das heißt, wenn du es schaffst, bekommst du ein Geschenk. Möchtest du es versuchen? Ja, warum nicht? Okay, hier die Häuser. Ja. Hä? Was ist das hier? Quest abgeschlossen. Du hast vorhin gefunden, Aria im Hinterhalt geraten. Das war eine billige Quest. Können wir in die Häuser rein? Ich habe gesagt, du musst die Karte unten lassen. Das ist ja super ätzend.
Ja, können wir tatsächlich. Oh, hier ist der Schmied. Eragon, was führt dich in die Stadt? Geschäft, ich habe diesen seltsamen Stein im Buckel gefunden. Würdest du mir vielleicht ein paar Münzen dafür geben? Ich fürchte nicht, mein Junge. Du könntest aber bei Sloan versuchen. Oh, ich glaube, der Typ war, das war ein Verräter, tatsächlich. Das ist also wirklich Eragon, eine coole Story. Eigentlich sollte ich mir die Bücher echt wieder krallen, aber ich habe es mit eigentlich so viel. Ich weiß gar nicht. Ich gehe dann 2 Wochen wieder nach Hause. Ich glaube, dann werde ich ganz viel Zeit zum Lesen. Dann vielleicht krall ich wieder den Eragon auch mal wieder. Auf jeden Fall will ich den Star Wars Aftermath lesen. Oh, hier ist das Wirtshaus. Oh nee, das sind so viele Menschen. Habe Geschichten über eine Explosion im Buckel gehört. Ihr führt unsere Zukunft. Okay, die haben immer einen Kurzdialoge. So schlimm waren die Dinge noch nie. So viele Leute machen aber echt eine Menge Lärm. So wenige. Wir haben hier leider keine gescheite Kamera. Das ist ein bisschen blöd, aber gut. Warum sorgt der König nicht für uns? Weil er ein Aslak ist, ganz einfach. Er ist schlecht, ne? So. Einmal Wort Kabul, bitte. Ich habe gehört, dass es in Wellen Ungeheuer gibt. Aber ich muss schon sagen, die Dialoge sind echt ein Traum. Kann man hier nicht die Kamera sogar drehen? Na, egal. Das war auf jeden Fall das Wirtshaus. So. Am Anfang die Musik ja noch gefeiert, mittlerweile ist halt echt immer dasselbe. Was wär's denn hier am Start? Oh, eine Truhe. Wüstenkonzeptgrafik. Wir können jetzt tatsächlich Zeug für die 100% finden. Mal schauen, ob das gelingt, da einige das zusammenzubekommen. Ich halt die Karte hätten hier nicht jedes Haus gleich aussehen würde, dann hätten wir auch eine Chance zu. Hier war ich gerade eben drin, oder? Jesus Christus, das ist echt super ätzend gerade mit der Karte. So, das Haus hier story relevant. Das hier, das ist auch leer, gut. Sind auf jeden Fall nur, ich sag, wir machen rein Story Pass, nicht, dass wir es nicht gescheit erkunden, das ist klar. Aber das sollte ja nichts Neues eigentlich sein. Oh, daran geht's. Zu Sloan in dessen Haus. Dass der Metzger hier jetzt auch richtig klischee-mäßig über das Zeug rum war, wie ekelhaft. Wie viel verlangst du für dein bestes Bratenstück? Zu viel für den armen Bauernjungen. Ich habe das getauscht, ich habe es bei der Jagd im Buckel gefunden. Im Buckel? Du weißt doch, was Leuten passiert, die dort wildern. Raus aus meinem Laden, du Aasgeier. Ich kümmere mich um diesen Bettlervater. Boah, Bettler, das ist ja. Das ist ja hart. Psst, mies Pech mit Fleisch. Es wird für eine Weile reichen. Grüß Rohan. Rohan herzlich von mir. Und dein Onkel. Oh, da will wohl jemand was. Neuer Quest. Oh, okay. Ich dachte, auf Start kann ich die anzeigen lassen. Ich muss jetzt nach da unten. Es würde mich erstmal interessieren, natürlich, was da hinten oder hier in den Ecken ist, weil. Natürlich auch relativ prädestiniert dafür. Das sieht nach irgendwas, nach irgendeinem Symbol aus. Die Stelle sollte man im Kopf behalten. Und diese Tür hier ist gesperrt. Könnte ich mir vorstellen, wäre da, obwohl das sind ein paar Türen gesperrt. Ich nehme an, wir werden es aufhalten oder nicht. Okay, das ist eine Sackgasse, gut dann. Wie können wir die Urgeiz davon abhalten, uns anzugreifen? Könntest du mir bitte meine 10 verlorenen Perlen suchen? Ich hatte sie für mein Tambourinspiel gewonnen. Wenn du sie findest, werde ich dich belohnen. Wo sind die denn verteilt? Ich habe eine Aufgabe für dich. Absolviere meinen Herausforderungskurs 10 Kavallen. Ich belohne dich für deine Flinkheit. Ja. Okay, immer 15. Wird das hier auf der Karte angezeigt, zufällig? Ja, perfekt. Oh, das ist eine von denen. Ich weiß nicht, wie krass die mit den Nebenquests am Start waren. Oh ne, stopp, die. Ich sollte lieber erst mich auf die Zeitquest hier konzentrieren.
Das ist, glaube ich, relevanter. Okay, was sind das eigentlich? Die Quest ist echt ziemlich billig jetzt. Quest abgeschlossen. Eragon hat einen Waffenbuch aufgehoben. EP für den Dolch. Kräftiger Angriff 2 mit 2x X. Cool. Also mir gefällt das echt gut hier mit den ganzen Nebenquests. Muss halt hier ein bisschen tricksen, dann kriegt man die Kamera auch zusammen. Warte mal, ich gehe erst mal da hinten, das war jetzt doof. Sollen wir erst dort das, diese Perle noch ein, dann können wir auch die Quest schon abgeben bei ihm. Ich glaube, wenn die Quests alle dermaßen leicht sind, dann können wir die auch alle machen, also. Ich glaube schon, dass sich das unter Umständen lohnen könnte. Noch nach hier unten. Das ist noch nicht groß verteilt, ist eben gern in der ganzen Welt verteilt gewesen, wenn das wäre ein bisschen hart gewesen, aber. Wo bist du? Die Urgeil sind überall. Da unten müssen wir auch storytechnisch hin. Ich hoffe, dass da keine Sequenz uns da irgendwie ist das abbricht, die Möglichkeit. Rubinessenz für Drachen. Fünfmal sammeln. Für was? Kiste mit Drachen dürfte auch bald kommen. Also für die Karte finde ich super nervig, um ehrlich zu sein. Ich lasse auch mal die Maus am besten da wohl. So, noch einer fehlen, der war hinten, glaube ich, beim Anfangsgebiet. Können wir überall nicht reinspeichern. Ich einfach mal das Spiel so random zwischendrin. Aber muss sagen, das Spiel doch, das hat schon was. Also, bis jetzt macht es relativ viel Spaß. War noch relativ nebenquestlastig jetzt am Anfang, aber warum nicht? Ich glaube, es wird schon noch schwerer. Also, ich habe das jetzt nicht so einfach in Erinnerung. Da kann es sein, dass es relativ klein war. Und hier hinten noch das letzte. Da müsst ihr jetzt mit dem sprechen, oder? Meine Perlen, vielen Dank. Hier hast du deine Belohnung. Quest abgeschlossen. 20. Haus 7. Warum geht es immer so schnell weg und das was drück? Ah. Geht nicht. Ich brauche die Karte, sonst verlaufe ich mich hier. Ja, ist halt echt so. Ich finde es immer gut, dass man auf der Karte zumindest versucht, im Ansatz die Dinge einzuzeichnen. Die Quests, die die leben, kann man auf jeden Fall auch noch erhöhen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Sprechen wir erstmal mit denen hier. Erstmal mit Roban. Ein großer Jäger ist zurückgekehrt, aber seine. Aber ich sehe keine Beute. Ich habe etwas Besseres als Beute. Kuss an Roban. Wer hast dieses Päckchen mit Fleisch? Von Sloan, er hat. Er war es übrig und also. Gut. Katrina hat es mir gegeben. Wir nehmen keine Almosen, Eragon. Irgendwie müssen wir Sloan bezahlen. Ich dachte nur, es tut mir leid, Onkel. Was ist das für ein Typ, Alter? Fleisch ist Fleisch, ohne Scheiß. Neuer Quest. Ja, irgendwas zum Bezahlen halt finden. Ich soll deinen Versteckwiesenstein suchen. Oder Dachbohner schon wäre ein perfekter Ort. Ja, in der Tat. Wir drin können wir nicht springen, wie ihr seht, und auch langsam bewegen uns sehr langsam, warum auch immer. Ich tue wahrscheinlich drinnen meistens mehr rumrennen als draußen, aber gut. So, das sieht auch perfekt aus. Das ist kein Stein, das ist ein Ei. Und etwas schlüpft gerade. Sieh nur, was du getan hast. Jetzt habe ich einen Kratzer an der Hand, einen Kratzer. Du hast bestimmt Hunger. Ich suche dir etwas zu essen. Aber du musst nicht hierbleiben. Ich muss dich... Aber du musst... Was? Aber du musst... Du kannst nicht hierbleiben. Ich muss dich verstecken. Bis ich weiß, was ich mit dir anstellen soll. Ich weiß, ich baue dir im Wald einen Unterschlupf. Dort wird dich niemand sehen. Oh, cool. Können jetzt auf Feuer spucken? Schade. Jetzt können wir auch rennen. Das ist ja auffällig. Okay, A um die... Wohin sollen wir da hin? Auf jeden Fall hier in Richtung Wald. Läuft automatisch jetzt übrigens hier gerade. Hier gibt es jede Menge Stöckchen. Die Stelle ist gut versteckt. Es sollte ein paar Stöckchen sammeln, die einen Unterschlupf bauen. Jetzt haben wir 10 Stöckchen. Die Musik gefällt mir irgendwie nicht.
Also nicht im Sinne von nicht gefallen, sondern so, dass die... Ich habe hier keine Karte leider. Oh. Ist ein Fokus, so eine Art über Mittelerde-Mode Schatten. Das geht langsam geht's, glaube ich, los, ey. Kopiert einfach Mittelerde die Ideen von Eragon. Alles klar. Und dann bauen wir dann hier das Nest am besten. Oh, cool, eine Hütte. Das besorgt dir mit Pfeil und Bogen ein paar Eichhörnchen zum Essen. Okay. Die armen Eichhörnchen. Bam! Ah, man kann die leider nicht mehr abbrechen, die Attacke, okay. Dass man auf den Bogen wechseln muss, das ist natürlich ein bisschen was anderes als optimal, ne? Und ein Stück für Stück in die Mechaniken einweihen des Spiels, das ist schon okay so. Auch so ein bisschen eine Aim-Funktion, also das nächste ist wieder komplett blind. Schießen müssen. Ist noch eine Truhe, die ich gerne noch hätte als erstes Mal. 4 Karte von Alagaesia. Ich hoffe, es gibt keine Eragon-Fans, die die komplette Aussprache von dem Spiel kennen, weil das ist ja ziemlich bitter dann. Ah, komm, wo ist denn das hier? Zack. Ich dachte, ich kenne mich ja so ein bisschen aus. Ah, der Controller ist relativ unpräzise, was das angeht, aber gut. Kriegen wir hin. Glück schlagen die nicht zurück, die Eichhörnchen. Was ist eigentlich voll mies hier? Ah, wie sieht das an? Danke. Das macht hier der Trick 17 gerade, wenn am besten noch mal ein paar Pfeile sagen, noch verfügbar sind, aber gut. Nochmal näher rennen muss es nicht sein. Zeichne die Symbole, die auf dem unteren Bildschirm erscheinen. Okay, dieses L. Nur Schlupfsbreiten, ich habe Futter für dich gefunden. Das ist die Kommunikation. Glaubst du, ich komme wieder? Drache? Eragon. Ist die Pfeile leider weg. Sehr schade. Was ist jetzt hier die neue Quest? Würde mich interessieren. Naja, okay, das finden wir beim nächsten Part raus. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen, freut euch ein bisschen auf das Projekt. Hier wird auf jeden Fall cool. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Bis dann und ciao.